Das Evangelium ist ziemlich bekannt und sehr oft wird es dazu verwendet, uns zu ermutigen, dass wir dafür auch beten, dass es neue Berufungen in der Kirche gibt, also zu dem priesterlichen Dienst. Da stehen die Worte, die Ernte ist groß und die Bitte Jesu, dass sein Vater Arbeiter in die Ernte aussendet. Das ist eine schöne Verwendung für diesen Text, aber Jesus meint es hier überhaupt nicht. Da gibt es keine Priester zu dieser Zeit. Wir stehen in einer Zeit, wo Jesus noch unterwegs ist, in den 3 Jahren seiner Verkündigung draußen. Das Priestertum, das kommt erst am Gründonnerstag. Das meint hier Jesus nicht, dass er da irgendwelche Priester aussendet. Wer sind also diese 72, von denen Jesus hier spricht? Das ist eine erste Frage, die man sich heute stellen muss. Weil man neigt, also ich neige auch dazu, wenn ich mich um die Kirche irgendwie sorge, wenn ich versuche, diese Sorge auch Ausdruck zu geben, dass ja, in der Kirche läuft vieles gut, aber das, was schief läuft, das ist von anderen abhängig. Und man neigt irgendwie immer dazu, diese Entscheidung dafür oder die Verantwortung dafür, wie es um die Kirche steht, anderen irgendwie zu übergeben. Aber Jesus sendet da 72 Jünger aus. Und diese waren, so wie du und ich, einfache Leute, vielleicht waren nicht alle so einfach, aber Leute wie alle anderen. Und was sie ausgezeichnet war, war nur dieses, dass sie versucht haben, mit Jesus den Weg zu gehen. Jeden Tag waren sie mit ihm unterwegs. Und das, was ist, was sie ausgezeichnet hat. Das waren nicht die 12 Apostel, also denen Jesus viel mehr erklärt hat und vielleicht die mehr Einblick hatten in seine Mission und mehr Anteil an dem Ganzen, sondern das war die breite Masse sozusagen. Ich würde sagen, das sind wir, die wir in diesem Raum versammelt sind. Wir sind gemeint, wenn Jesus diese Worte zu den 72 Jüngern spricht. Und was trägt er ihnen auf? Das ist die zweite Frage, die man sich stellen muss. Er sagt ihnen, geht unter die Leute, verkündet das Evangelium. Wenn ihr in ein Haus hineinkommt, wünscht zuerst den Frieden, heilt Kranke und so weiter und so fort. Das kennen wir. Wer es nicht kennt, Lukas 10. Kapitel, kann man genau nachlesen, was Jesus seinen Jüngern auftragt. Und die entscheidende Frage ist, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich Kranke heilen, Aussätzige heilen, den Frieden in diese Welt bringen? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ziemlich einfach. Gebracht hat mich auf diese Antwort die erste Lesung, die wir aus dem Buch Jesaja gehört haben. Das sind wirklich die letzten Zeilen, das ist, glaube ich, das längste Buch in der ganzen Bibel, ewig lang, 66 Kapitel. Und das steht ganz am Ende. Und in dieser Prophezeiung steht es in einem Nebensatz, den wir heute gehört haben, in Jerusalem findet ihr Trost, also in Israel sozusagen. Warum mich dieses Wort so angesprochen hat, weil ich höre ziemlich viel Musik und ich mache auch Musik. Und eine meiner Lieblingsbands ist Hillsong, das ist eine australische Band. Die macht, also es ist eine Freikirche mit einer Band und die machen wirklich sehr gute, qualitativ hochwertige und einfach gute christliche Musik. Und die haben viele Lieder, die ich mir gerne anhöre. Unter anderem gibt es so ein Lied, Prince of Peace, also der Friedensfürst. Und da geht es um Jesus, denjenigen, auf den diese Verheißungen zutreffen, dass es einen geben wird, der den Frieden nach Jerusalem bringen wird. Und diese Band hat jetzt vor kurzem ein neues Video gedreht zu diesem Lied, wo sie sich vorher gefragt haben, was bedeutet das, wenn wir wirklich diesen Friedensfürst, diesen Prince of Peace loben? Was bringt es in meinem Leben? Was bedeutet das? Und aus dieser Überlegung heraus sind sie ins Heilige Land gefahren und haben dort dieses Video gedreht.
Und der Ort dafür ist bezeichnend. Also in den palästinensischen Gebieten auf den Hügeln Golan, da wo immer noch Stacheldraht überall ist und man spürt die Atmosphäre des Krieges, auch wenn vielleicht nicht täglich geschossen wird. In einen Raum der Hoffnungslosigkeit sind sie hinausgefahren und dort haben sie immer wieder dieses Lied gesungen, das aufgenommen, geschnitten und online gestellt. Das ist aber nicht relevant. Was mir wichtig ist, dass sie aus diesem Singen über den Friedensfürst sich dazu entschlossen haben, dorthin zu fahren, nach Jerusalem auch. Deswegen die Worte aus dem Jesaja-Buch, an die ich anknüpfe. Und was sie noch gemacht haben, hat man in dem Video gedreht, es war nicht nur Musik, sondern auch so ein kleiner Einblick, wie das Ganze geschehen ist. Sie sind auch zu den Leuten da gegangen, vor allem zu den Palästinensern, aber auch zu den Juden, und haben mit ihnen gesprochen. Und man hat gesehen, dass es eine freundliche Atmosphäre war, dass die Leute, zu denen sie gegangen sind, sie gerne empfangen haben. So einfach geht das. Sie selber, also diese Christen, die dort gefahren sind, haben diesen Frieden in sich gehabt. Also eine tiefe Beziehung zu Jesus. Und aus dieser Beziehung heraus konnten sie nicht ruhig sitzen und wollten etwas tun. Sie sind dorthin gefahren, wo es an dieser Gabe Gottes fehlt. Also augenscheinlich, in Israel fehlt es an Frieden. Kinder gehen in die Schule und im Schulranzen haben sie immer eine Gasmaske mit. Also die israelischen Kinder, die palästinensischen eher nicht. Sie haben nicht die Mittel dafür. Also eine wirklich schreckliche Situation, also für uns vor allem, für die Leute dort, sie haben sich damit arrangiert, ist nicht so tragisch. Aber dorthin sind sie gefahren mit dem, was sie im Herzen hatten, mit dieser kleinen Gabe und diesen kleinen Möglichkeiten. Und viel hat sich da nicht verändert. Also es herrscht kein Friede, seit sie dort waren. Es ist immer noch dieselbe Situation. Aber in den Häusern, wo sie zu Gast waren, hat sich wahrscheinlich was verändert. Wenigstens für 5 Minuten. Und es ist wert, für diese 5 Minuten der Veränderung im Leben eines Menschen sich einzusetzen. Also wenn wir als Jünger hinausgesandt werden, dorthin, wo wir leben, wo wir vielleicht auch Not sehen, da ist das gefragt, was du vom Herrn empfangen hast. Und jetzt frag dich heute, was ist es eigentlich? Was könnte ich sagen, dass ich vom Herrn empfangen habe? Was ist wirklich eine Gabe, die von ihm kommt? Nicht, was ich mir verdient habe, aufgebaut habe, was mir andere vielleicht geschenkt haben. Was kommt wirklich vom Herrn in meinem Leben? Und vielleicht findest du in dir auch den Mut, dann mit dieser Gabe dorthin zu gehen, wo es an ihr am meisten fehlt. So einfach ist Nachfolge. Es ist dann, wenn man schon vor Ort ist, kann es kompliziert sein. Das will ich nicht verheimlichen. Wer es mal versucht hat, es ist nicht so einfach, wie es klingt. Aber vom Prinzip her, man muss sich nicht lange fragen, was ich machen soll. Das ist klipp und klar. Die Worte Jesu sind wirklich sehr klar. Geht raus und gibt den Leuten das, was ihr von mir empfangen habt. Ende der Geschichte. So kann die Nachfolge aussehen und so bringt sie auch Frucht, nicht nur für mein Leben, für dein Leben, sondern auch für das Leben der Menschen, die wirklich, wirklich in Not sind. Vielleicht bist du auch in irgendeiner Not. Offenbare es deinen Brüdern und Schwestern, die auch hier versammelt sind. Vielleicht kann jemand dieser Not abhelfen. Ich ermutige euch wirklich, sich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. Was genau ist meine Gabe, die ich vom Herrn empfangen habe? Was ist diese Gnade, die ich empfangen habe? Und wo kann ich sie für andere Menschen weitergeben? Wo kann ich aus meiner Überzeugung, dass Christus mit mir auf dem Weg ist, andere beschenken, anderen das Leben ermöglichen, so wie Jesus es uns allen auch heute ermöglicht?